Sollen wir eine Runde Call of Duty spielen? Black Ops? Nee. Kein Bock auf die ganzen Kiddies, auf die ganzen Camper da, auf die, das ganze Spiel, das ertrage ich dich. Weißt du was? Ich weiß nicht, weißt du, was man da machen kann? So, liebe Leute, wir sitzen jetzt hier auf unserer Couch und haben uns einen bisschen Mut zugesprochen. Richtig. Ne? Und wir spielen nämlich heute eigentlich ist das schon ein bisschen älter, aber wir haben nichts Besseres da. Call of Duty Black Ops. Weil der Rodriguez das auch mal gespielt hat und er hat selber gesagt, er kann es ganz gut. Ich bin richtig gut darin, ja. Ja, das wollen wir doch gleich mal sehen. Und deswegen. Text darf wegen unzulässiger Worte nicht verwendet werden. Das sehe ich auch zum ersten Mal, oder? Was soll der Scheiß, Mann? Was soll denn das? Komm, ach, du hast wieder kein Geld. Ja, ich habe wieder null, das ist immer gut. Ja, wir haben halt das Problem, dass er als Gast bei mir angemeldet ist und deswegen auch kein Geld hat. Und jetzt kann er sich keine. Deswegen kannst du als Ausrede nehmen, du hast keine Ausrüstung. Genau, ich habe nicht die Ausrüstung, die ich eigentlich brauche. Ja. Ich habe hier ganz komische Geist, Kriegsherr, Ninja. Mit dem. Okay, dann haben wir das. Dann machen wir einfach mal ein Team Deathmatch Spiel. Das ist mal Hardcore? Hast du schon mal Hardcore gespielt? Also richtig hart, also das lass mal. Ja, das ist zu hart. Habe ich auch gespielt, aber echt? Ja, vielleicht aber gar nicht so schlecht. Ich finde Hardcore gut. Du musst halt echt vorsichtig sein. Das ja, spielt sich dann genau, spielt eher, sich einfach ein bisschen anders, weil ja, auch bei Suchen das spielt sich dann Battlefieldiger. Ja. Oh nee, nicht Summit. Ich hasse Summit. Alle Welt liebt Summit. Ich bin, glaube ich, der einzige Call of Duty Black Ops Spieler, der gibt nichts besseres. Moment, ich habe gar nicht auf Aufnehmen gedrückt. Laber nicht. So, ich bin oben, du bist unten, oder? Ja. Oh, der läuft auch schon vor mir. Die erste Granate ist immer dahin. Ich werfe die erste Granate erstmal direkt hier hin. Direkt mal einen Kill geholt. Ey, von wo stehe ich nicht? Jawohl. Oh, ich hab dich fast schon gesagt. Fuck! Ich hasse es, wenn die hinter einem respawned werden, da gehören die gar nicht hin. Ja, das ist. Also wenn du ganz alleine da stehst, dann ist blöd. Ja, Dreckschwein. Ey Mann, schon direkt. Die brennen uns schon von hinten, ne? Also hier von. Und so ein Spawn haben sie schon längst eingenommen. Ich glaube, ich muss mal hier. Hab einen. Wurde gemessert. Ey, wieso stirbt der denn nicht? Was? Ich hab ihn doch gemessert. Guck dir den oben an. Der Schrein. Das ist ja voller ja. Witz. Wow, fuck, Mann. Das Problem ist aber, unser Team ist auch voll am Arsch. Echt? Also wissen? Was war das denn? Eine dumme Granate? Schiedteam. Boah. Ich hasse Call of Duty, habe ich das schon mal gesagt? Das Spiel ist echt nicht für gute Spieler gemacht. Das ist echt so für schlechte Spieler. So, ey, die sind schon, weißt du, die kommen von hinten und versuchen uns den Spawn abzusteigen. Ja, das sind glaube ich richtige Infos. Boah, ey, von allen Seiten, das hat ja keinen Spaß. Wie willst du denn da irgendwas reißen? Fuck! Das so auf. Boah, die Schweine. Ich glaube, das ist richtig, richtig gutes. Auf dem Ding, ich glaube, ein richtig gutes Team. Wir haben uns da, glaube ich, die Falschen ausgesucht. Hab ich da gerade jemanden gesehen? Oh, da ist fast selber natürlich. Bin ich doof oder was? Ich habe gelernt, ich lade jetzt diesmal öfter nach. Jawohl! Fuck! Boah, da waren zwei hintereinander und ich hab ihn nicht getötet. Boah. Also eigentlich mag ich die Map, nur wenn man halt so dominiert wird von allen Seiten, gar nicht so machen. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht, aber.
10 Meter dann. Guck mal, dann steht er da einfach auf. Die Camperschweine stehen da auf der Treppe und. Ja, der eine, der Penner, der die ganze Zeit auf der Treppe wartet. War doch mal. Penner! Ich hätte alle drei erwischen sollen. Zum Kotzen. Boah, aber wenigstens habe ich die mit der Granate erwischt. Schwein. Oh, oh fuck. Alle hier oben. Stimmt, wo der Granate schwein. Oh, 3000. Wow, was habe ich gemacht? Ich weiß nicht. Meine Güte. Ich habe keine Chance, irgendwie mal ein bisschen länger zu überleben. Boah. Fuck, Mann! Verreck doch! Scheiße, ich bin der Retter. Alter, weißt du, was ich vor allem hasse? Diese, kennst du die Jumper-Klassen? Die Jumper-Klassen? Ja, ja, die machen ständig Flinkheit und Marathon und so lauter den ganzen Scheiß rein. Nehmen sich eine total leichte Waffe und dann springen sie durch die ganze Gegend. Und die wissen halt ganz genau, wenn die dich einmal hier umgebracht haben, sind die so schon auf der anderen Seite, da wo du respawnst, dass du kaum reagieren kannst. Das ist echt sowas, machen die? Ja. Aber wir sind eigentlich ganz gut gerade mit der Punktzahl. Ja, geht eigentlich. Aber fühlt sich schlechter an. Ey, das gibt's doch nicht. Jedes Mal einen tötest du, da kommt der andere. Das macht keinen Spaß gerade so. Ich will gewinnen. Missgeburten! Ich will das rausschneiden? Nein. Okay. Von hinten holen sie alle! Boah! Von hinten alle geholt, Alter! Ja? Wie viel? Ich weiß nicht, wie viel der noch. Oh, fuck, Mann! Ich glaube, ich hab's von irgendwo, der sah grad so aus. Vorräte. Ja, ich weiß aber. Hol, hol, bevor das Spiel zu Ende ist, Mann. Ist gleich zu Ende. Ist gleich zu Ende. Nein! Vogel nicht geholt. Ja, ich hab Punkte gegeben. Ach komm, jetzt halt egal. Ich hab jetzt halt wenigstens nur mal einen Helikopter rausreißen können. Weil der hätte jetzt doch am Ende das ist ja weiter, Mann. Umreißen können, weißt du? Ja, das war eine Scheißrunde. Das war einfach so eine. Überhaupt nicht so eine ruhige, sondern einfach eine. Nee. Oh ja. Also wir sind die ersten. Die sind ja, ja, das ist schon mal. Platz 1 und 2. Ich gewinne und die gewinnen 1. Ja, ich bin hier gewinnen und ich bin hier gewinnen 1. Richtig. Und das ist die Map, die ich überhaupt nicht mag. Ja, also so spielt der Playcast. Also immer nur ja, richtig, auf, genau. Auf den vorderen Rängen. Wir sind immer ganz oben mit dabei. Genau. Ihr solltet niemals gegen uns spielen, weil ansonsten. Oh, nicht Radiation. Nicht Radiation, ey, wenn ich die jetzt schon sehe, die haben wir gerade auch schon wieder gespielt. Ja, stimmt, vorhin. Tja. Ja, das passiert. Stellt euch vor, das Team würde aus 5 von uns bestehen. Dann hätten wir das natürlich gerockt. Ja, aber dann ist aber ja der Kai dabei und die Sango und der Ronny, die können ja gar nichts. Raphael sowieso schon nicht. Ja, ist doch richtig. Nico kann ja was, ja. Aber nur in Halo. Gucken kann er. Ja. Aber ich muss sagen, wir sind schon ziemlich gut. Hast du gut abgegangen? Hast du überhaupt Call of Duty zu Hause irgendwas? Nein. Ich habe kein einziges zu Hause. Hast du gesehen, wie. Ja, aber. Das liegt halt einfach im Blut so ein bisschen. Weißt du, so. Das geht von hier direkt da rein. Ja, in den Daumen. Genau, in den Daumen. Vom Fuß. Ach so. Daumen vom Fuß? Weil das der längste Weg ist. Keine Ahnung, was weiß ich. Ja. Also, ich habe ja fast jedes Call of Duty gespielt. Richtig. Eigentlich habe ich jedes Call of Duty gespielt. Richtig, deswegen bist du auch ja, klar. Zu Recht ganz oben. Und ich spiele ab und zu mal ein bisschen und. Also das ist mittlerweile habe ich das Gefühl, wir machen Videos und zu, voll, zu präsentieren. Aber ja, so ja, ist präsentiert. Ach, Array. Array. Da habe ich einen ganz coolen Spot, bei dem ich mich immer wieder. Da habe ich mit Nico. Hier rennen sie immer hier rum, wie blöde, und werfen Handgranaten, Snipern und alles. Das ist richtige. Ich habe mich mit Nico damals in Hardcore richtig gut
Ja? Gummispiel, ja. Da haben wir zusammen immer hier die ganzen... Ich laufe immer gerne hier oben rum. Ich dürfte dann der Erste stehen. Jawohl. Dann geht's weiter. Wenn jetzt noch einer nachkommt. So. Und hier geht's dann weiter. Hier lege ich mal meine Claim auf. Dann weiß ich, wenn jemand von hinten kommt. Du bist in dem Ding drin, oder? Ja. Und dann beobachte ich das Ganze. Also sich hingefletscht und ist dann erschossen worden. So sehe ich das am liebsten. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt gleich anders von... Du bist in dem... Ich bin in diesem Baustellen-Papphaus da. Hinter dir. Ah, da kommt irgendwas. Ach, Camp ist schwul, ich gehe raus. Ich camp ja nicht, ich sicher nur... Was war das? Scheiße. Ich hab was gesehen! Bin ich jetzt irgendwie voll Panne? Ich hab jetzt gerade wirklich irgendwie anscheinend einen Gegner gesehen. Ich hab glaube ich so viel getrunken. Wie, du hast einen Gegner gesehen? Ja, aber dann hab ich mich um mich umgeschossen, aber das war nicht da. Fuck! Da steht doch einer. Komm schon, ich hol dich. Jawohl, 5er Serie. Oh, 5er Serie. 5er Serie. Ja, ich hol ihn mir. Früher war das bei Modern Warfare 2 so, da sind die Kisten einfach runtergesprungen und konnten irgendwo hinflippern. Echt? Ja, das, bei Black Ops fällt der halt diesen Tropf Stein runter und dann bleibt er auch da. Bei manchmal ist es so, da ist runtergefallen und aus dem Map, aus dem Map raus. Was hab ich? Donnercoin, das ist er. Donnercoin, ich glaube, was ganz gut. Nein! Nein, ey, muss das sein? Ich hab doch meine 7er Serie. B52, so. B52? Mach mal ein bisschen was. Gewinnt hier, okay. Fuck! Boah, jawohl, ich glaube, ich hab Vorräte. Scheiße, ich hab nicht mehr viel. Keine Ahnung, was du bringst. Und ich treffe niemanden, ist doch völlig klar. Boah, ey, das war wieder so eine beschissene Aktion von mir. Was laufen die da alle da hinten rum? Hast du da hinten irgendwo die Vorräte hingeschmissen? Nee. Wir sind ja schon längst weg. Okay. Ich treffe ihn nicht. Ich bin noch keinmal verreckt. Richtig? Ja. Einmal. Hab halt auch erst 5 Kills oder so. Fuck! Gerade muss ich es sagen, aber... Aber ein Afkala. Nein! Ah, durch das Ding durch. Ah, sie ist so nicht tot. Geschütz. Oh, das ist sehr gut. Ich will das gerade nicht benutzen. Ah ja, hier, okay. Wieso benutzt du das nicht? Weil ich gerade an einer ganz blöden Stelle bin. Hier will ich das noch nicht benutzen. Oh nein, von wo denn? Nach einem Sniper, irgendwie auf dem Turm. Weißt du, der eine Turm, wo du war. Ja, da ist er. Wer hat denn das ganze Gebiet hier im Blick, oder? Ich find's auch hier hinten ganz cool, beim Kran kann man sich halt runterlegen. Ah, den hol ich mir jetzt. Den Sniper. Sniper Hunter. Schütz mal hier hin. Was hin? Jawohl, schön aus der Entfernung geholt. Jawohl. Ah, mich zwickt so mit dem Auge. Gar nicht gegeben. Typ campt da rum, zielt genau auf mich. Warte nur, bis einer kommt und dann komme ich. Und dann schafft er es nicht mal, mich umzubringen. Ah, nee, jetzt war ich so. Wo ist der Sniper eigentlich erlebt? Der ist jetzt weg. Es sei denn, der ist ja wieder hingelaufen, das kann sein. Ja, das kann sein, weil die machen das gerne. Was war das? Wieso hab ich ihn nicht getötet? Ich glaube, das war ich. Oh, du bist Erster und ich bin Zweiter. Ja, die Nöpfe sind weg. Jetzt.
bekommen jetzt für jeden Kill 200 Punkte, weil heute ist Doppel-TP angesagt. Echt? Ja. Geil. Ich dachte, ich mach die ganze Zeit Volltreffer. Du kriegst sogar teilweise 400 Punkte, weil Volltreffer, dann haben wir ja, 200 dazu. Wahrscheinlich alle Leute, die das Video hier anschauen, sagen, ich bin ein dreckiger Camper, weil ich nicht oben rumlaufe, aber that's my thing. Ja, das ist ein KD, ne? Du willst ja irgendwie deine Stats bewahren. Ich bin nämlich so ein Spieler, also ich bin nicht so einer wie viele Call of Duty-Spieler, die einfach rumrennen wie blöde und halt auch oft sterben, sondern ich gucke, dass ich auf. Ja, weil die achten halt darauf, dass sie Kills machen. Genau, dass sie Kills machen, damit sie ganz oben landen, ne? Ja. Ich achte halt darauf, dass ich. Oh, jetzt verrecke ich auch noch, dass ich nicht sterbe. Was? Wenn du nicht stirbst, dann verlierst du auch, kriegt der Gegner keinen Punkt. Genau. Der Gegner keine Punkte, so wie bei Battlefield. Das ist mir wichtig. Ja, manche Call of Duty-Spieler ist halt leider so, kann man nicht verleugnen, die machen das halt nicht. Die kümmern sich halt nur darum, dass sie halt so viele Kills machen. Fuck it, nee. Und dann rennen sie auch. Kennst du das, wenn du sozusagen teilweise manchmal nur noch so zwei, drei Leute hast? Fuck! Zwei Leute hast, die noch irgendwie im hinteren Team sind, und dann laufen die wirklich dann so wie die Geier, laufen die dem hinterher, so, da ist er noch, ja. Also, da rennen sie diesen roten Punkt hinterher, das ist so schlimm, wie so Arschgeier. Ey, wieso brauche ich heute gar nicht? Ich bin, glaube ich, so ein richtiger Teamplayer. Wenn alle aus unserem Team oder so, weißt du, so spielen würden, dass sie auch nicht oft verrecken, dann würde es auch viel mehr Spaß machen. Ja, dann würden wir auch, glaube ich, viel mehr Das ist nämlich, das ist das Problem bei Call of Duty, wenn du einmal stirbst, das ist für dich kein. Das juckt dich nicht. Du machst einfach drück wieder X, bist wieder drin, weißt du? Genau, ja. Das ist eigentlich ganz geil, ich mag ja so Arcade-Action, aber wenn du dann halt so ein bisschen mehr Spannung haben willst, dann ist das ein bisschen mehr spannend. Also alle unten. Wo? Ja, alle da. Hier unten oder wo? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Also, wir haben so Spionageschutz und haben halt. Ach, Scheiße. Wir sind dort, okay. Boah, das war Assi von mir. Ist unser Nachbarland, du? Weiß ich nicht. Ich bin das schaffen wir. Oh. Weiß ich, nur gesagt, Achtung, Nachbarland. Ja, manchmal sagen die es zu dir, also weil dein Team es hat. Ja. Manchmal sagen die es, weil. Mann, die sind alle an einem Fleck. Und da geht jetzt gerade mal eine Granate hin. Oh ja. Fuck, dreckiger Sniper, Mann, ich hasse so Sniper. Dann musst du sie jagen. Es muss halt immer jemand im Team geben, der nur Sniper jagt. Weißt du, so ein Sniper-Hunter. Wie so ein Müllfanter. Ich würde glaube ich, gerade sagen, dass wir wieder Platz 1 und 2 sein. Wahrscheinlich. Ja, nicht, glaube ich, so sein. Reicht das? Nee, ja, ich muss auch abgesniper. Schauen wir mal. Oh, ich bin Platz 3. Aber wie man sieht, aber wir deine Kill-Death Wahnsinns ist KD, also wir beide, ne? Ja. Ich würde sagen, machen wir noch eine Runde. Was machen wir jetzt? Machen wir wieder Team Deathmatch oder machen wir was anderes? Machen wir noch eine Runde Team Deathmatch. Firing Range. Okay, Firing Range. Wir sind sowieso gewählt. Selbstverständlich. Ach, spielst du nie Search and Destroy? Was ist mit diesen Scheißkisten? Ja, nee, das ist das, wo halt zwei Bombenplätze sind, wie bei Call of Duty. Boah, ich hasse das. Magst du es nicht? Ich hasse das, ja. Weil du nicht warten willst. Ja. Ich finde das ist eigentlich. Ja, also wenn ich Call of Duty spiele, will ich halt Action, will ich auf X drücken und wieder sofort mit drin sein und wieder die nächste Chance haben. Und wenn ich dann irgendwie 3-4 Sekunden länger warten muss, dann raste ich fast auf. Ja, aber das ist. Ohne Scheiß. Aber eigentlich ist das. Hat das Spiel so an sich. Königsdisziplin von Call of Duty. Ja? Ja. Also nicht Hardcore oder sowas? Ja, Hardcore ist gut zerstören. Das werden eigentlich die meisten die besten spielen. Das Geile ist nämlich. Also ich mag es auch, wenn man halt schnell wieder da drin ist und so. Aber was ich auch cool finde, dass halt wirklich dann. Das ist spannend, weißt du, wenn du dann zum Beispiel der letzte Überlebende bist und da sind noch drei Stück am Leben und eine Bombe gelegt und dann musst du dir und alle anderen sehen dich eben. Ja, genau, das ist irgendwie voll Adrenalin. Das finde ich total Last Man Standing on Cover Strike. Ja, finde ich total geil, das gefällt mir voll. Das gibt's auch zu selten mittlerweile.
Und Rang, ich finde das Ranglistensystem von Call of Duty total scheiße. Du kannst mit nichts, mit wirklich null Ahnung, mit null Skill kannst du wirklich aufsteigen. Prestige. Ja, kannst du locker machen, weil wenn du lange spielst, kannst du das. Aber Leute, die wirklich gut sind, die haben genau das Gleiche. Die steigen schneller auf. Aber ja, aber was bringt denen das? Das steigt trotzdem auf. Ich finde so, wenn du als Ranglistensystem, wenn du verlierst, verlierst du auch Punkte. So wie bei FIFA oder bei anderen Spielen gab es das damals früher. Okay, ich gehe gleich rechts runter. Oder mein Gott. Bist du ich bin jetzt okay, ich geh mal hier links. Hier könnten jetzt die ersten kommen. Ich lege hier gleich einen Claim ein. Und gehe dann in die andere Richtung. Von außen rum. Bist du von außen? Ja, ich bin von außen. Okay. Und noch welche? Okay. Wie viele? Zwei mindestens. Warte, bis sie kommen. Dann holen wir sie hier. Ja, okay. Warte, bitte. Warte, einer von rechts. Ich gehe rechts und links. Okay. Siehst du einen? Nein. Nein, nicht von. Okay. So, 3, 2. Oh fuck, ich hatte erwischt. Ich hatte. Ja, der hat jetzt, ich hab den jetzt erwischt anstatt deinen Gamer. Aber die wäre glaube ich sowieso weg gewesen, ne? Die hätte doch noch 1-2 Sekunden oder so. Sie haben die Führung verloren. Und den AFKler erwischt? Immer gut. Beste genau. Gefühl. AFKler abwandern ist das beste Gefühl, das gibt. Steht da einer? Was ist das? Wir haben die Führung verloren. Ach, da waren sie doch. Spionageflugzeug. Eins? Also, na, Spionageflugzeug. Richtig? Ja. Unser Spionageflugzeug. Manchmal achte ich da gar nicht drauf so. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Okay, die haben auch den Anschlussflugzeug, das ist gut. Oh Mann, was hab ich gemacht? Ja, einer kommt noch. Da kommt einer. Von ey, da sitzt da zwei, einer liegt da. Wo? In der liegt im fast schon an der Türschwelle. Scheiße, Mensch. Oh Mann. Beide erwischt. Bäm! Alter. Kann man hier weg. Da ist noch einer, oder? Ist der gut? War es drei. Ich hab das noch. Ja, ich hab auch gedacht, das wäre. Zwei. Ey, da sind zwei Tore hinter der Kiste. Okay. Ah, scheiße, so viel Munition haben wir auch nicht. Ah, jetzt bin ich zweimal gestorben, das war jetzt unnötig. Ey, von. Bam! Gemessert. Rexer. Fuck, und dann verreck ich. Da war noch einer! Assist! Oh Gott! Mann, was ist mit Lorne los? Ey, das ist nicht. Da laufe ich den die ganze Zeit hinterher! Ey, nicht würde ich den jetzt so eine klatschen, hä? Das mach ich schon. Das einer, der läuft die ganze Zeit voll gemächlich durch die Gegend, kannst du immer von abkollern. Das ist nur ein Toxic. So langsam raste ich hier aus, ey. Ist schon da. Konterspionage. Ja, feindliche Radar zu stören. Super! Okay. Boah! Ganz zum Glück. Feindliche Vorräte unterwegs. Feindliche Vorräte und. Ich probiere es gerade. Das ist das Nächste. Fuck man. Was war das für eine dumme Aktion von mir? Das ist immer. Ich gehe die Leiter ganz hoch und spring wieder oben runter. Wenn es hilft zu irgendwas. So oben jemand? Nein. Ah Mann, das sind alle. Wo? Ich weiß nicht, nee, du bist. Nee, genau dahinter, hinter diesem Gebäude. Ja? Ist das unser Ding? Weiß ich nicht. Nee, ist nicht unser, glaube ich. Achtung, feindliche SR-71. Ist ganz bitter. Die Feinde haben SR-71.
Das heißt, die wissen ganz genau, wo wir sind. Jede Bewegung können sie nachfolgen. Wo steht denn nicht? Also, heißt das jetzt verstecken und abwarten, bis die Feinde... Oder laufen. Laufen. Oh, das sind ja richtig... Die sehen ganz genau, wann, welche Strecke du läufst, wo du dich gerade befindest und in welche Richtung du guckst, vor allem auch. Ach du Scheiße. Ja. Also so wie wir jetzt unsere Organe sehen. Ja, ganz genau. Wir sehen die jetzt uns. Flugzeug hält sich bereit. Das heißt, solange noch mal genannt wurde, wir die, die sind ganz weit weg, verstecke ich mich dort. Verbündete Vorräte unterwegs. Was sind die? Ich sehe doch nur da. Ey, dann... Was? Was? Was war das? Was passiert? Ich glaube, es war ein Granatenwerfer. Auf einmal aus dem Licht bin ich tot. Nichts gesehen, nichts gehört. Das Spionageflugzeug ist in der Luft. Wir sind in Führung. Jetzt bin ich jetzt bisschen sauer. Oh, Mann, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Eine Claymore. Bam! Also ich muss auch sagen, am allermeisten sterbe ich durch die Claymores. Ja. Ist auch besser. Achso, da, da sind noch einer. Versteck dich hinter so einem Ding. Nee, ich mach mal hier, da kommt gleich einer. Ja, kann sein, dass er genau. Ich geh mal ins Gebäude hier rein. Warum kommt denn der? Ich glaube, der versteckt sich da. Meinst du? War ab, klar, der wartet ab, bis wir kommen. Auch Angst jetzt. Fixer, Mann! Natürlich? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Verbündete Juni unterwegs. Die laufen alle vor der Nase. Verbündete Vorräte unterwegs. Der Sieg ist nah. Jetzt nicht nach. Mann, ich brauche gerade eine Pro, dann kann ich durchwechseln. Dann könntest du nach der Tunnel kommen. Ah, was war das? Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Oh, ich bin... Wo? Ah, fucking Leiter. Ja. Wie waren wir? Also ich weiß nicht, die Runde ging, aber ich war jetzt nicht unbedingt der Brüller. Ich glaube nicht... Ah, guck mal hier. Da haben wir jetzt gewonnen? Ich habe gar nicht aufgehört. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben jetzt alle drei Siege gewonnen. Nee, der letzte haben wir für... Erste. Ja, der erste, das war... Das war Summit, das war einfach unmöglich. Ja, ich bin Dritter geworden. Schenkst der Rüstung. Aber so. Guck mal unsere KD wieder an. Weißt du? Ja, zumindest im Plus. Das ist schon mal gut. Hast du Miles gesehen? Ja, das war ich auch. Ja, also. Oh, warte, das wollen wir uns noch mal kurz anschauen, nächste Statistik. Ist einfach gut. Ich wollte es nur noch mal. Ja, ich weiß. Also, wollte es nur noch mal präsentieren, damit genau, man die Tabelle. Ja, das. War's mit einer Runde mit Call of Duty Black Ops und wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar andere Spiele spielen, wenn uns danach ist. Schauen wir mal. Ne? Gucken wir mal. Eigentlich habe ich keinen Bock. Ja, dann fahr doch nach Hause. Selber schuld. Ich hab dir wehgetan. Tja, Hochmut kommt vor den. Okay, ab rein. Fuck!